Herzlich willkommen zu den Heute-Nachrichten. Das ist ein Ausmaß an Gewalt, das fassungslos und wütend macht. So bestürzt hat sich Bundesinnenministerin Faeser über die Gewalt rund um Silvester geäußert. Wer Polizei, Beamte und Rettungskräfte angreife, müsse mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft werden. Betroffen werden Polizei, Angriffe auf die Feuerwehr. Wer sind denn die Täter? Was weiß man denn dazu zur Stunde? Von den Tätern zu sprechen, ist in solchen Kontexten immer ein bisschen schwierig. Tatsächlich ist es so, dass die Gewerkschaft der Polizei sich dazu bereits geäußert hat und gesagt hat, es seien gruppendynamische Prozesse, also ein gesamtgesellschaftlich großer Druck, der geherrscht hat, geherrscht haben soll, anlässlich jetzt nach 2 Jahren Pandemie, und dass man da eben versucht, genau. Die Mädels haben mich schon gebumst, alle. Letztes Moe schon da, das könnt ihr euch scheißen, alle. Wir machen Geld durch Drogen, reiche Platten, ihr Fotzen. 25 Vermummte stoppten einen Einsatzwagen und raubten ihn aus. Ein Mann wirft einen Feuerlöscher auf einen Rettungswagen. Wir brauchen eine bundesweite Debatte, wie wir mit Böllern und Silvesterfeuerwerk umgehen. Wichtig ist, mit den Einsatzkräften selbst zu besprechen, was sind die richtigen Schritte. Die Polizei kann uns reinlecken. Über, Schleuer, Nikla Polis, Frero. Danke für die Einschätzung, Thomas Rostek nach Berlin.